Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge von worldofguns.de. Mein Name ist Ulrich Kastner und im Mittelpunkt des heutigen Beitrags steht ein ganz besonderer Le Bourget Revolver. Dieser Revolver ist in einer doppelläufigen Ausführung und hat eine Kapazität von sage und schreibe 20 Schuss. Aber fangen wir doch mit der Patrone an. Die Le Bourget oder auch Stiftfeuerpatrone genannt, ist eine sehr frühe Patrone, die schon gegen 1830 vom Pariser Büchsenmacher Meister Casimir Le Bourget konstruiert wurde und erstmalig 1835 für Schrotpatronen patentiert wurde. Ab 1851 folgte dann das erste Patent für Kurzfeuerwaffen. Dieser Revolver im Kaliber 7 mm Le Bourget ist etwas ganz Besonderes und hat sehr viele interessante Konstruktionsdetails, die wir uns jetzt im Detail anschauen werden. Bevor wir nun auf die Details eingehen, schauen wir uns diesen besonderen 20-schüssigen Le Bourget Revolver erst einmal von allen Seiten im Rundumblick an. Hier auf der rechten Seite, wir sehen hier einmal die Seriennummer. Auffällig ist bei dieser Waffe, dass keinerlei Herstellerbezeichnung zu finden ist, was aber nicht untypisch ist. Sie hat einen Klappabzug. Jetzt ist die Waffe im Zustand, wie sie für den Transport gedacht ist. Wir sehen hier den Entladestift, hier den Hebel zum Öffnen der Ladeklappe. Schauen wir uns das Ganze von der rechten Seite an, Entschuldigung, von der linken Seite. Vorne, hier gut zu erkennen, die doppelläufige Ausführung und die mächtige Trommel mit 20 Trommelbohrungen, also 20-schüssig die Ausführung. Der Blick von oben auf die Waffe, die Rückseite und last but not least noch die Unterseite. In diesem Zustand konnte die Waffe geladen werden. Dazu wurde hier dieser kleine Hebel nach oben gezogen, die Ladeklappe geöffnet und in diesem Zustand konnte auch die Trommel frei gedreht werden. Es konnten über den Ladestock abgeschossene Hülsen durchgestoßen werden für die innere Reihe in dem eingeklappten Zustand und für die äußere Reihe wurde der Ladestift ausgeklappt. Und nun konnte die äußere Reihe entladen werden. Nach dem Entladen konnte wieder neu geladen werden. Und auch hier typisch, jede Trommelbohrung mit der Ausbohrung für den Stift der Le Bourget Patrone. Damit die Patrone auch gut und sicher geführt wird, sehen Sie auch hier in der Klappe und auch in der Führung hier eine Nut, die ein unbeabsichtigtes Abschlagen oder des Stiftes beim Fallen eine Sicherung gewährleisten sollte. Zum Abfeuern musste als erstes der Hebel ausgeklappt werden und er konnte dann im Double-Action-Betrieb, das heißt mit einmal durchziehen, spannt der Hammer und schlägt ab, abgefeuert werden. Ebenso konnte er im Single-Action-Mode gespannt werden und abgefeuert werden. Das Interessante hier, wurde er im Single-Action-Modus betätigt, dann muss hier unten der Abzug wieder nach vorne ausgeklappt werden, dann wird er im Double-Action-Modus betätigt werden kann. Wenn wir uns nun den Hammer auch noch zum Schluss im Detail ansehen, dann fallen hier die zwei Abschlagflächen auf und es wurde wechselweise dieser Stellung hier die äußere Trommel gezündet und wenn die Trommel etwas gedreht war auf die nächste Kammer, dann wurde hier, man kann es nur sehr schwer erkennen, in der unteren Stelle der nach oben stehende Stift der inneren Trommel abgeschlagen. Abgefeuert wurde immer nur eine Kammer und zwar im Wechsel, erst die äußere und dann die innere.
Eine sehr, sehr bemerkenswerte Waffe, wie sie extrem selten nur noch auf dem Markt zu bekommen ist. Eine ausgesprochene Rarität mit höchst interessanten Konstruktionsmerkmalen. Wenn Ihnen dieser Beitrag gefallen hat, schauen Sie doch auch unsere anderen Beiträge an und besuchen Sie uns auf worldofguns.de, der digitalen Plattform für Sammler, Schützen und Jäger. Sie können worldofguns.de 30 Tage lang kostenlos testen.